Hallo und herzlich willkommen. Heute mal was ganz Neues, was ich aber schon gespielt habe. Und zwar Final Fantasy 14 Online. Ich weiß, ich wollte es eigentlich nicht mehr wieder spielen. Nicht, weil es schlecht war oder so. Nee, ganz im Gegenteil. Es ist zu gut und ich weiß, ich werde übelsüchtig davon. Aber ich hatte so Bock, wieder das Spiel zu spielen. Da ich aber keine Ahnung mehr habe, wie das Spiel genau funktioniert, spiele ich lieber komplett von neu. Was mache ich denn da? Wie ihr seht, habe ich hier eigentlich noch das Update Shadowbringer. Ich weiß, das Spiel ist eigentlich schon etwas weiter. Das letzte war Endwalker, glaube ich. Endwalker, genau. Und jetzt im frühen Sommer kommt ja das nächste Update. Mal schauen, wie die Motivation so bleibt. Ja, ich habe jetzt schon einen neuen Charakter erstellt. Ich werde definitiv wieder auf Rotmagier gehen. Da ich immer bei Final Fantasy die Magier lieber habe als die, sagen wir jetzt, Schwertkämpfer oder Ritter. Gut, ich kann ja jede Klasse sein, aber ich werde mich in erster Linie jetzt nicht. Wenn es wundert, ich spiele mit dem Controller, was mich jetzt etwas wundert, ist, dass er mir die Taste, nun zieh dich doch nicht so, ich versuche es dir, verspreche es dir, es wird sich lohnen. Okay, was denn? Schön. Da komm. Ja, ich weiß, was das ist. Das braucht man mir nicht zu erklären. Was ich definitiv diesmal nicht falsch mache, also die ich werde die Story jetzt am Anfang nicht so hart durchlesen, weil ich habe das ja eigentlich schon alles gespielt. Also, was wollte ich sagen? Also, was ich definitiv nicht machen werde, wie damals, schon in die Instanzen gehen und ich hatte noch nicht den Hauptkern von meiner Klasse. Richtiger Noobie-Fehler. Wieso habe ich ein Schwert? Gut. Wir müssen hier hin. Also, wie war das noch mit der Steuerung? Genau, das war so. Und das war das Umswipen der Menüs. Genau. Und zum Aktivieren muss ich jeweils genau, es war so links für über Steuerkreuz und über die Tasten, wenn ich L2 drücke. Und R2, um dann die rechte Seite mit den gleichen Knopfkombinationen. Genau, so war das. Hier, ich weiß, ich kann mein Schwert nicht nutzen. Richtig. Okay. Wie
packe mich noch mal ins Inventar. Nein. Ich weiß, es gab eine Taste für ins Inventar. Nee, das ist das Swipen. Weil ich kann ja verschiedene Klassen machen. So gesehen 6 Klassen. Genau, mit der Select-Taste konnte ich hier rumspringen. Okay, das war so. Aber ja, wundert euch nicht, ich komme momentan noch gar nicht klar. Ah, stimmt, hier kam ich ins Inventar. Das sind die Währungen. Ja, richtig, mit der Ollen müssen wir sprechen. Ja, das können wir. Damit ist die Einführung ins Spiel beendet. Bla bla bla. So, ja, schön. Ich wollte dann noch was ändern. Nicht das. Nee, auch nicht das. Nee, das wollte ich auch nicht. Ah, stimmt, ich kann die Map hier auch so öffnen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte ins System. Makro. Spielkonfiguration, genau hier. Doch, ich habe es auf Japanisch. Okay. Ja gut, das lasse ich. Eine Sache könnte ich ändern, weil das geht mir jetzt schon etwas auf die Nerven. Stimmen, Soundeffekt, Hintergrundmusik, genau. Nee, ich will sie nicht stummen. Ich mach sie nur auf. Auf 50%, das genügt. So. So, anwenden. Also Einstellung gespeichert. So. Wir haben hier die erste Story-Mission. Das nehmen wir natürlich an.
das weiß ich alles in der Regel. Ich weiß ganz genau, dass ich sowieso muss später nochmal darauf zugreifen. Sei gegrüßt, Abenteurer, und willkommen in der Anfängerarena. Ich bin im Namen der Abenteuergilde hier, um Neulinge zu helfen. Deine Ausrüstung sieht noch so neu aus. Du bist noch nicht lange als Abenteurer unterwegs. Habe ich recht? Dann gibt es bestimmt ein paar Dinge, bei denen ich dir helfen kann. Bla 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 bla. Du brauchst mir nichts zu erklären. So, die Frage ist jetzt. Wo gehen wir jetzt als nächstes? Wir haben überall was zu tun. Das ist halt das Problem. Stufe 70, die sind. Okay, es sind verschiedene Sachen, die können wir erst in einem bestimmten Level machen. Okay. Gehen wir mal unsere ersten Gegner. Wie peilen wir Gegner nochmal an? Das hatte ich vorhin gemacht. Ja, das Problem ist, ich muss sie ja unabhängig leveln. Das bedeutet, wenn ich auf Magier gehen möchte, da bringt es mir jetzt nicht, dies hier weiterzuführen, um zu leveln. Habe ich ganz vergessen. Muss ich den nicht aktivieren? Nun Zugang zum Internet. Gibt es noch hier was? Doch, hier unten gibt es. Ich muss absolut mal wieder klarkommen im Spiel.
Ach, schön. Wo sehe ich überhaupt, wie viel Geld ich habe? Ah, da. Ja, ich bin ein armer Bauer momentan. Ja. Was hat der Mogri für uns? Ein Bummeliger Wenigkeit hat dir eine kleine Fee zusammengestellt, mit der du die Mok-Mok-Kollektion ganz kinderleicht verfolgen kannst, Kupo. Schlag sie doch gleich einmal auf. Ich jetzt mal gucken. Ich sehe auch, dass ich 5 Nachrichten habe. Wo sehe ich diese Nachrichten eigentlich? Ja, das sind die E-Mails. Weltenkontaktkreis, mein Zirkel, Freunde, Gruppenlauf, schwarze Liste. Kontaktmarkierungen, Geländemarkierungen, Bereich, Countdown, okay. Sehe ich eigentlich, was ich am Arsenal habe. Das ist das Inventar. So, das ist ja schön. Ich habe da irgendwie Mitteilungen. 5 Stück Städte. Oder ich. Nee. Ah, hier sehe ich meine Fähigkeiten.
das ist schädig. Okay, das ist die Orientierungspunkte. Ja, ich bin etwas dämlich momentan. Ich glaube, die Magiergilde war hier. Oder? Ne, das ist Gladiator. War die denn hier? Nee? Wie gesagt, ich muss das mal alles entdecken, weil wieder. Also, wann habe ich es zuletzt gespielt? Ich hatte Shadowbringer gekauft. Das weiß ich noch. Und. Ja, was und? Ich glaube, ich hatte es eine kleine Zeit auf meinem Laptop gespielt. Genau, es war hier. Hier ist die Magiergilde, glaube ich. Nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Quatsch. Genau, ich bin unter Kategorie Gladiator, aber ich möchte kein Gladiator sein. Ich möchte gerne... Genau, ich möchte Rotmagier sein. Muss ich jetzt. Wo finde ich das Questlog? Nee. Wo kann ich... Ah ja, stimmt doch. Es war hier. Nee, oder? Nein, ich bin zu dumm. Ah, so. Hier. Archiv. Ich möchte...
ich hier richtig? Ne, ich muss hier laufen, genau. Stein oder dahin? Ich glaube hoch. Das heißt, jetzt im Arsenal. Aber wie kann ich noch mal... Mist. Ich muss mal diesen Pfad jetzt gehen. Ah, je.
ich das Ding hier schon aktiviert? Ich glaube, ich muss jetzt momentan noch in dieser Klasse bleiben. Ist aber jetzt nicht tragisch, weil ich weiß ja, ich kann ja sowieso danach die Klassen wechseln. Was habe ich denn da jetzt bekommen? Zum Beispiel. So ungefähr, dass ich dann weiß. Wohl. Kann ich, wie ändere ich das wieder? Obwohl, ich kriege später noch mehr Fähigkeit. Ich lasse das jetzt mal so. Mensch, ich laufe hier richtig wie ein Loop. Ich werde aber nicht allzu lang, weil es war eigentlich eher ein Schnupperkurs für heute. Ja,
das ist genau der richtige Weg. Nächste Quest. Gibt's auch noch eine Quest? Ich bin mal froh, dass ich die Musik etwas leiser gemacht habe, weil die hätte mich jetzt übelst genervt. So. Anscheinend haben wir hier noch was zu tun.
Yeah, Poster aufhängen. Geile Mission. Das interessiert mich eher weniger. Obwohl ich nehme. Eigentlich will ich nicht hier beitreten. Kann ich dann jetzt? Bei der Dings beitreten? Oder? Ah, das ist für das Handwerk zu lernen. Stimmt, ich kann ja jeden Beruf auch noch mal lernen. Oh je, das wird ja auch noch lustig.
So, dann müssen wir hier hin. Will ich nämlich Questen an. Julian willkommen heißen. Okay. So. Auf zu der nächsten Quest. Ja, wenn wir hier vorne.
Ja, so langsam kriege ich wieder den Bogen raus. Naja, es kamen jetzt auch noch gar keine anspruchsvollen Sachen. Und ich komme noch immer mit dem Kartensystem nicht ganz klar. Und sorry, ich weiß, ihr seht den Rahmen auch. Ich habe meine Cam jetzt nicht an. Aber morgen werde ich definitiv streamen auf Twitch. Also ihr werdet heute, also morgen ist auf meinem YouTube-Channel sehen. Also am Freitag. Beziehungsweise. Quatsch, wir sind schon Freitag. Also, ihr werdet es heute Nachmittag sehen. Und ich weiß nicht, wo ich muss hin. Nein. Ich glaube, ich muss die Treppe runter. Ja, schon besser. So wie es scheint, muss ich hier den Gang. Ja. Ich weiß, ich spiele sehr unbeholfen. Obwohl ich das eigentlich schon alles gemacht habe, aber es ist so lang her. Kann mich nicht mehr an alles erinnern. Nee. Aktiviert, glaube ich, oder? Ja.
Ich muss hier noch einen Job erledigen. Ups. Mensch, nimmt der Mann. Dass ich jetzt nicht die Kriegerhose genommen habe, liegt daran, dass ich ja sowieso ja die Klasse wechseln möchte. Ich kann springen, ich bin so dämlich.
Genau, jetzt habe ich es, weil gut, dass ich jetzt aufgepasst habe. Da ich jetzt schon, hast du auch ein Rollenkommando erlernt? Rollenkommando sind Zaubersprüche oder Waffenfertigkeiten, die alle Klassen innerhalb einer Rolle, Verteidiger, Nahkampf, Nahkampfangreifer, Fernkampfangreifer, Heiler zur Verfügung stehen. Zur Verfügung stehen. Sie werden auf eine bestimmte Stufe erlernt und können dann auch mit anderen Klassen innerhalb der gleichen Rolle benutzt werden. Deine Kommandoliste, Hauptmenü, Charaktere. Wurde die Kategorie Rolle hinzugefügt? Dort findest du deine Rollenkommandos. Okay. Ja, schön. Ich möchte wissen, wie ich dann jetzt zum nicht. Ich denke, für heute reicht es. Dementsprechend werden wir dann morgen erst richtig loslegen. Dementsprechend kann es auch gut sein, dass ich morgen wieder einen neuen Charakter mache und dann das direkt richtig mache mit dem Zauberer. Mal schauen, wir haben ja heute noch nicht viel gemacht. War ja eher ein Schnupperkurs, um mal wieder die Steuerung genau zu erlernen. Und dementsprechend gucken wir dann das morgen im. Nicht im Schnelldurchlauf, aber mehr im Detail.
und hoffe, dass wir dann auch etwas mehr Zuschauer dann haben. Gut, ich habe jetzt nicht gestreamt, aber mal schauen, ob wir da eine neue Zielgruppe ansprechen. Also dementsprechend wünsche ich euch eine schöne Nacht und wir sehen uns dann in ein paar Stunden wieder.